So, letzte Folge für mich heute. Was kann ich für euch tun? Wir möchten fliegen. Und zwar einmal... Man sieht sich! Chillwindlager, westliche Pestländer. Da geben wir die Quest mit der Tante ab. Wo ist sie? Hier, Tante Marlene. Das weiß ich nicht, ob wir das überhaupt machen werden, weil ich glaube, eine Gruppe für Andor halt zusammenzukriegen, ist schwer. Ist wirklich schwer. Ansonsten, ja, warum höre ich jetzt schon auf? Wie ich ja schon gesagt habe, meine Frau muss heute bis 9 Uhr arbeiten. Aber ich möchte meinen Dudu noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe jetzt noch ungefähr heute. Ich habe jetzt noch ungefähr 40 Tage Zeit, um meinen Dudu von Level, der ist glaube ich aktuell 11, auf Level 60 zu bringen. Weil dann am 4.5. Jahr Burning Crusade starten soll. Und wir Burning Crusade mit einem Dudu machen. Alles schon erzählt. Wenn ihr genau wissen wollt, was, und dann müsst ihr die anderen Videos durchgucken. Ja. Hier wollen wir auch noch rein. Scholomanze. Ja, wie gesagt, übermorgen ist Samstag, heute haben wir Donnerstag. Übermorgen will ich gucken, ob ich Gruppen für Innis, für Schwarzfelstiefen, Scholomanze, Stratholme, vielleicht auch Düsterbruch, weil da haben wir ja auch eine Quest, Düsterbruch finde. Müssen wir mal gucken. Also letzte Woche Samstag habe ich 6 Innis in Shadowlands gemacht. Ja. Eigentlich recht erfolgreich. So viele Innis an einem Tag. So, wo ist die... Tante Marlene. Südlich der Ruinen von Andorhal. Ich glaube, es war auf einem Hügel. Sie sagte, es wäre auf einem Hügel. Ah. Sorrow Hill. Auf einem Hügel. Stimmt, die war, glaube ich, hier drüben im Haus drin. Ja. Da ist sie, Marlene. Oh nein, sie ist tot. Ein seltsamer Historiker bringt Josephs Ehering zu Kromi. Kromi hält sich in dem zerstörten Gasthaus im nordwestlichen Teil von Andorhal auf. Wir wissen ja, wo Kromi ist. Wir haben ja schon oft genug mit ihr zu tun gehabt. Und damals nach Kataklysm, oder wie Kataklysm gestartet ist, war glaube ich auch dann in Andorhal, dass Kromi die Quest da gegeben hat. Ich glaube, dem war so. Das müsste hier in dem Bereich sein jetzt. Und wenn ich mich durchsterbe, das ist mir scheißegal.
Genau. So, da vorne kommen wir nach Andorhal rein. Ich will mal zack, zack. Ja, ich will hier jetzt nicht unbedingt nochmal großartig sterben. Wir kämpfen uns durch. Gibt ja auch Erfahrungspunkte. Ich wollte ja eigentlich heute auch dann noch Level 55 werden. Ja, wir müssen jetzt auch nur so früh reggen, weil ich hier die zwei Zauber neu gemacht habe. Ich glaube hier, das ist schon das Gasthaus. Ich muss näher ran. Ich glaube schon. Dass die immer allen widerstehen, die kleinen Pisser. Ich bin außer Reichweite. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Okay. Ey, hallo. Und jetzt hat er wieder volles Leben. Arschgeige. Du bleibst schön da unten. Du gehst nicht hier hoch. So, wir müssen ihn schneller killen. Ja, ist mir jetzt egal. Zu weit entfernt. Sehr schön. So, da drüben. Das müsste das Gasthaus sein. Na, komm her. Komm. Put, 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 put. Doch das Gasthaus sein, oder? Bringt Josephs Ehering zu Chromi. Durchsucht die Gräber draußen. Ich habe wieder die scheiß Quest nicht gelesen. Das ist eine Elite-Quest. Also, leck mich. Gut, dann wir wollen einmal nach Danassus. Immer diese scheiß Elite-Quests hier. Das hat mich damals schon aufgeregt. Aber Chromi müsste da in dem Gasthaus oben drin sein. Egal. Vielleicht machen wir die Quest irgendwann, vielleicht machen wir es auch nicht mehr.
schneller Brauner, die haben alle schönes, schnelles Reiten. Ich muss auch unbedingt mal wieder auf meinen Bankcharakter umloggen, um zu gucken, was ich alles ins Auktionshaus setzen kann. So, wie müssen jetzt da hoch? Ich glaube, ganz hoch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn es Fandral hier schaut, war, müssen wir ganz hoch. Und zu wem müssen wir? Fandral Stackham. Ja, der ist ganz oben. Hallo. Sprecht rasch, junges Wesen. Ich habe dringende Geschäfte. Was willst du von mir? Bitteschön, Drecksack. Die neue Grenze. Sprecht mit Mefrengil Bearwalker in der Enklave des Szenarios. Was hast du hier noch? Ungoro-Erde. Bring 20 Ungoro-Erde zu Genal in Danasus. Die müsste ich sogar noch auf der Bank liegen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die in der Bank liegen habe. So, erstmal zu ihm hier. Neue Grenze. Beenden. Rabbine Saturna. Sprecht mit Rabbine Saturna im Dorf Nighthaven in Moonglade. Moonglade liegt zwischen dem Teufelswald und Winterspring und ihr erreicht es über den Pfad, der aus der Holzschlundfest herausführt. Viel Glück. Ich habe ja auch einen Flugpunkt dort. Gut, ihr könnt hier nicht aufsitzen. Ihr müsst 2 Meter nach vorne gehen, damit ihr aufsitzen könnt. Erhöht die Schadenswirkung von Zaubern 1 Stunde lang um 35. Das ist schön. Ja, mit meinem Dudu habe ich Kirschnerei und Kräuterkunde gemacht. Friede sei mit euch. So, Ungore Erde. Nein, nein. Nein. Ich habe die Ungore Erde an meinen Bankcharakter geschickt. Ja, scheiße. Mögen euch die Sterne leiden. Scheiße, scheiße, scheiße. Schöne Scheiße. Muss ich mir dann zuschicken. Danasus, Ungore Erde, Rubine, Saturna. Ja, fliegen wir jetzt noch nach. Wir gucken erstmal, wie die Strecke nach Moonglade ist. Und hier hängt's immer mal. Hängt. Keine Ahnung warum. Seid gegrüßt. Ich brauche einen Flug. Moonglade geht eigentlich. Geht in Frieden. Ja, da können wir heute noch hinfliegen. Machen wir halt eine etwas längere Folge. Ich muss mal kurz gucken. Also hochgeladen habe ich bis zum 4. Das ist bis 18. Okay. Also die Folge hier müsste eigentlich am 18.04. erscheinen. Ja. Muss mal gucken. Ja, meine Kinder, die haben bis zum 11.04. Ferien. Das ist dann sonntags. Ich hoffe ganz ehrlich nur für meine beiden, dass sie wieder in die Schule gehen können mit Wechselunterricht. Weil mein Sohn geht jetzt in die 11. Klasse Gymnasium, was der teilweise für Aufgaben kriegt. Also wie sie letztes Jahr noch Präsenzunterricht hatten, im ersten Schulhalbjahr, da hatte er, keine Ahnung, von ungefähr 7.30 Uhr
Montags dann bis 13 Uhr Schule. Dienstag bis Freitag hatte er dann bis 15.03 Uhr, also Nachmittagsunterricht noch 2 Stunden. Und dann hat er seine Hausaufgaben gemacht, sagen wir mal bis 17, 18 Uhr und dann Freizeit. Momentan, also was heißt momentan, bis vorletzte Woche hatten sie Online-Unterricht. Da hat er an 3 Tagen in der Woche, manchmal auch an 4, hatte er morgens von 8 Uhr bis mittags um 2, 3 Uhr hatte er entweder 1, 2 oder 3 Online-Meetings. Und dann haben sie so viele Aufgaben gekriegt, dass er teilweise bis um 12:30 nachts gesessen hat, Hausaufgaben machen. Ich finde das ein Ding der Unmöglichkeit von den Lehrern, die Schüler so, wie soll ich das jetzt sagen, so fertig zu machen mit Hausaufgaben. Die Lehrer, die denken sich nichts dabei. Da ist dann Montag zum Beispiel, kriegt er Hausaufgaben für Sport. Da musste er einen Aufsatz schreiben über verschiedene Muskeln, mit welchen Übungen man die Muskeln trainieren kann, welche Auswirkungen es hat, wenn die Muskeln übersäuern und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, wie wir damals Sportunterricht hatten, das ist jetzt schon 25 Jahre her. Wir haben Sport gemacht. Und hier, gut, geht natürlich momentan nicht mit dem Sport. Aber was bringt es denn mit solchen Aufsätzen? Das bringt gar nichts. So, hier unten ist der Flugpunkt. Und ich glaube, wir müssen nach Moonglade. Oder? Rabine Saturna. Für Bewahrer Remulus in Moonglade Unterstützung. Ihr solltet ihn in Night Heaven finden, dem Hauptort von Moonglade. Also. Und wenn ich hier die Quest richtig gelesen habe, für diese Aufgabe sucht Majordomus Rabine Saturna für Bewahrer Remulus in Moonglade Unterstützung bei der Erforschung des riesigen Ödlands weit im Westen von Tanaris und noch weiter im Westen von Ungoro. Ihr wisst, was das bedeutet. Hoffe ich zumindest. Karte, Tanaris, Ungoro, Silithus. Ja, das wird Silithus werden. Wo ist der Trottel? Der steht er hier? Ja, ganz da hinten. Seid gegrüßt. Tag. Beenden. Einöde. Sprecht in der Nähe des Friedhofs Heldenwacht in Silithus mit Laio Starstrike und zeigt ihm Rabines Brief. Mögen euch die Sterne leiten. Okay. Ich werde jetzt Ruhestein machen. Weil, wo ist unser Ruhepunkt, Ruhestein? In Tanaris, genau.
Gut, wir haben auch noch eine Quest zum Abgeben. Violetta Tragan. Da drüben. Das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Willkommen! Ist ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Eieiei. Uns fehlen 2882 Erfahrungspunkte. Die machen wir dann das nächste Mal. Gut, wir werden dann morgen zum Krater von Ungoro fliegen und von dort aus nach Silithus reiten. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.